Wir sind in Hessen, 9. Januar 2023, ja, und das ist das Haus Belgien. Das verschlägt der Can richtig die Sprache. Es hat ein Satteldach mit drin, es sieht wunderschön aus und wenn du gleich reingehst, Can, ich kann dir schon eins versprechen, das sieht nicht aus wie ein Tiny House, oder? Nein, überhaupt nicht. Ja, also das da hat ja jetzt schon eher die Wirkung von einem kleinen, normalen Haus. Also jetzt gar nicht so die Optik von einem normalen Tiny House, wie man das gewöhnt ist. Ja, wir haben eine absolute Spezialistin hier, die Miri, 20 Jahre alt. Die Länge von dem? Das ist jetzt 12 Meter lang, genau. Also die reine Wohnfläche. Sensationell. 12 Meter ist schon fast das Maximum, was ihr habt, oder? Ja, also es geht noch länger, aber da muss man schon aufpassen, dass man nicht über diese 50 Quadratmeter Wohnfläche dann kommt. Breite? 4,60 Meter. Warum hast du gesagt, man muss aufpassen, dass man nicht über die 50 Quadratmeter kommt? Was hat das auf sich? Ja, es gibt das Gebäudeenergiegesetz 2020 in Deutschland und da können wir eben mit diesen mobilen Chalets etwas niedriger dämmen, als Niedrigenergiehäuser es sein müssten. Also wir bauen hier keine Niedrigenergiehäuser, aber eben genug gedämmte Häuser für die Größe. Okay, das ist... Wenn du jetzt sagst mobil, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Das heißt im Prinzip alles, was hier verdeckt ist durch das Holz, steht das auf Rollen? Richtig, auf Rädern, auf Schwerlastreifen, genau. Das wird quasi von dem Tieflader runterrangiert mit einem Trecker, teilweise auch gekrant, je nach Gegebenheiten vor Ort. Und die Räder können theoretisch drunter bleiben. Man sollte sie vielleicht nur nicht nach 10 Jahren noch verwenden. Ja. Okay, das heißt, die werden altern. Das ist also quasi ein mobiles Haus, was sich auch später nochmal wegbewegen könnte, oder? Genau, man kann damit umziehen, wenn man möchte. Wir hatten das mit einer Kundin, die ist von Hamburg nach Berlin gezogen, weil sie da ihren Lebensgefährten kennengelernt hat. So, ich filme es mal gerade von da. Das ist ein großes Haus und hier sieht man auch mal die Can, 1,74 Meter. Ihr habt das unterfüttert quasi mit dem Brennholz. Das ist aber mehr Optik, oder? Richtig, also uns gefällt das gut. Wir finden das praktisch. Wir müssen ja den Ofen irgendwie heizen und gleichzeitig können wir das Haus damit verkleiden. Es ist riesengroß, also wenn du das jetzt mal vergleichst. Euer Konzept ist ja, innen viel Holz auch zu verwenden und außen viel Holz. Was ist hier für Material verwendet bei dem? Richtig, hier haben wir von außen Sandwichpaneele, das ist nochmal zusätzliche Dämmung, das ist kein Holz. Und von innen sind das auch tapezierte USB-Platten im Endeffekt. Also auch kein Massivholz, sondern das ist für die Kunden, die es eben moderner mögen. So, das Ganze ist für die Ewigkeit gebaut. Wenn viele jetzt sagen zum Beispiel, ja, die halten ja nicht so lange und so weiter. Wir haben hier außen Alu, was ist außen drauf? Stahlalu? Bei den Sandwich, was ist? Genau, also das müsste beschichtet sein mit, Alu ist es nicht. Pulverbeschichtet wahrscheinlich. Aber das kriegst du so schnell nicht kaputt. Also das ist sehr, sehr haltbar, ja, oder? Auf jeden Fall. Und die kann man auch easy austauschen, selbst wenn mal eins kaputt ginge. Die sind genormt und die kann man austauschen lassen. Transport ist ja so das große Thema. Es kann ja immer mal irgendwas passieren. Man kann sie reparieren. Außen habt ihr das Sichtholz jetzt drauf gemacht. Das ist auch wichtig, dass die Optik auch den Leuten gefällt, was da ist. Baugenehmigungen, habt ihr das realisiert bei dem hier schon für andere Kunden? Ja, schon oft. Also das Belgien ist quasi ein Verkaufsschlager, weil vielen Leuten dann doch das Modernere ganz gut gefällt. Und manche mögen aber auch rustikal, das ist wirklich unterschiedlich. Und das Belgien hat ein Satteldach. Damit bekommt man dann auch ganz gut eine Baugenehmigung in Deutschland. Ja, ich habe Dachrinnen, hier sieht man es sehr schön. Man kann das Wasser prima auffangen, nutzen, um den Garten zu gießen. Man kann es auch ableiten natürlich in die Kanalisation, das geht auch da. Hier siehst du auch hier wieder ordentliche Fenster drin, oder? Richtig, ja. Kann man das auch haben mit größeren Fenstern, wenn einer sagt, hätte ich gern viel größer oder ist das fix? Das Belgien ist tatsächlich eine Serienproduktion, da kann man jetzt nichts an dem Modell selber ändern. Dafür ist es aber auch wesentlich günstiger und schneller verfügbar. Preis von dem? Das liegt jetzt bei 98.000. 98.000. Die Wohnfläche 98.450, ja. Aber es ist sofort verfügbar. Mehrwertsteuer ist mit drin, wer sich auskennt. Da ist die Küche mit drin. Da sind viele Einrichtungsgegenstände mit drin. Du weißt selber, wir haben ja Küchen gefilmt vor kurzem. Ja. So eine gute Küche kostet auch schon mal 10.000. Kann viel Geld kosten, genau. Und mehr, neu, ja. Das stimmt. Komm, wir gehen mal schnell rein. Es ist kalt draußen. Ist dir kalt, Can? Nein, nicht wirklich. Okay. Der Pulli ist sehr dick. Ich habe mich hier schon gut ausgestattet. Ja, ihr habt ein Eldorado für Tiny House Fans. Viele Häuser stehen auch schon ein bisschen länger da. Da kann man nämlich die Patina sehen, die so ein Haus entwickelt, oder? Korrekt, ja. So, und auch für dich. Du kommst aus dem Verwaltungsfach. Du würdest niemals lügen. Das ist ja so. Und ich denke, das ist ein ehrliches Angebot, weil ja viele Firmen, gerade im Tiny House Bereich, die kommen und gehen. Ihr seid ein bisschen anders aufgestellt, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir wollen Sachen für die Ewigkeit machen. Wir wollen, dass unsere Kunden da drin wohnen und dass sie darin glücklich sind. Das ist uns wichtig. Also wir haben mit vielen Kunden noch Kontakt. Ja, die das möchten, das machen wir gern. Was ziemlich cool ist, wenn du hier ein Grundstück hast und hast eine Baugenehmigung, dann erhöht das den Wert natürlich massiv von dem Haus. Ja. Und dann sprechen wir schon fast von der Immobilie, oder? Ja, würde ich auch sagen. So, wir gehen mal rein. Das ist der Haupteingang hier? Genau, ja.
So, wir haben hier eine Treppe. Die Treppe ist optional. Die Veranda ist dabei, hier, die kleine, hier oben. Nee, die haben wir tatsächlich auch nachträglich gemacht, einfach um zu zeigen, was möglich ist. So, kann der Kunde aber kriegen. Ach so, das war schon offen, wenn das unten ist. Genau. So, wenn es unten ist, ist schon offen. Auch Schiebeelemente, alles wie man es kennt, wie von zu Hause. Dann ist auch hier die Belastung natürlich auch schon mal getestet mit vielen Kunden. Setz dich ruhig mal da rein, bitte, Jan, dass wir mal den ganzen Raum drauf kriegen. Und das ist so der erste Eindruck, wenn die Leute reinkommen. Wie ist der Effekt? Wow. Meistens ja. Krass, ihr habt es aber auch schön eingerichtet. Hier vielleicht ein kleines Detail. Lüftung ist ein ganz wesentlicher Faktor bei diesen Häusern hier, weil die ja nicht entsprechend offen sind in der Entfeuchtung wie die Holzhäuser, wo das Ganze ein bisschen aufgenommen wird. Hier ist es ein bisschen weniger. Deswegen habt ihr eine B- und Entlüftung hier mit eingebaut. Das heißt, da brauche ich mich gar nicht drum zu kümmern, muss kein Fenster öffnen. Das geht automatisch. Genau, das ist eine Zwangsbelüftung, die kann man aber auch hoch und runter schieben, diese Regler da links und rechts. Die kann man zumachen, wenn man das möchte, aber wenn ich jetzt zum Beispiel gehe, fahre jetzt die Heizung ein bisschen runter, mache ich die ein bisschen auf, da kann nichts passieren, oder? Richtig, ja. So, ich stelle mich mal kurz hier in die Ecke rein, dass man den Raum trifft. Wenn du mal gerade nach rechts gehst, Jan, zur Miri, oder dich einfach mal reinsetzt, denn das Raumgefühl kommt natürlich erst dann, wenn man den ganzen Raum mal ein bisschen raufnimmt. Die ganze Heizung hier in dem Fall, ist ja jetzt kein Ofen montiert, habt ihr diese Flächenstrahler, die strahlen wirklich nach unten, oder? Das ist richtig, genau. Die erwärmen die Gegenstände. Das ist ja das Besondere an der Infrarotheizung. Und deswegen kann man die auch wunderbar in die Decke bringen. Optional ist hier alles erhältlich, was geht, oder? Das heißt, du kannst hier Pellet reinmachen, du könntest Gas und so weiter. Genau. Alternativ. Nach Absprache mit dem örtlichen Schornsteinfeger, ja. Okay. Habt ihr Erfahrung? Klappt das manchmal? Ja, das klappt meistens. Es kommt wirklich drauf an, ob man jetzt super nah am Nachbarhaus ist oder nicht. Da muss man den Ofen halt in eine andere Ecke stellen. Das geht dann auch. So, hier ist ein Ofen drin. Genau, nicht angeschlossen, aber damit man mal sieht, dass er noch Platz hat. So, der Platz von Jan und? Also wir waren ja eben in dem Haus Schweiz und mit dem Satteldach ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Raumgefühl. Weil das hatte auch ein Satteldach. Hatte es ein Satteldach? Ja. Dann habe ich gerade eben wahrscheinlich, das tut mir dann jetzt wirklich sehr leid. Das ist aber auch, der Raum ist halt viel größer und dadurch, dass er so eine richtig schöne Höhe hat, hat man gar nicht das Gefühl, dass man in einem Tiny House steht. Es ist gar nicht so, ja. Nein. Viele Leute, die sagen ja dann, naja, wenn ich mir ein Tiny House kaufen muss, ja, dann habe ich es gepackt, ja. Das ist jetzt nicht das Haus für Leute, die, ich sag mal, zu wenig Geld haben, sondern gerade viele Ältere, die sagen, ich brauche gar nicht mehr so ein Riesenhaus. Ja. Ja, genau, das ist der Trend und es ist ja auch super praktisch. Also man braucht nicht so viel Platz. Viele junge Leute würden sich das sofort kaufen, ja. Also in ihrer Studentenstadt einfach mal aufstellen. Oft fehlt es am Geld, oder? Das ist richtig. Also es ist ein Problem, aber die Immobilienpreise steigen ja überall. Also auch für eine Dreizimmerwohnung bezahlt man ja mittlerweile viel. So, Fußboden ist mit drin. Kann ich ihn wählen, Fußboden, wenn ich neu kaufe? Ja, wenn sie nicht das oder wenn du nicht das von der Serienproduktion wählst, könnte man den Fußboden auch wählen. Aber dann würde das Belgien ein bisschen teurer werden. Okay, das sehe ich jetzt auch. Guten Morgen. Guten Morgen. Hi, du bist der? Tobias. Tobi. Hallo Tobias. Ja, wir filmen noch ein bisschen. Wir kommen gleich mal zu dir. Können wir gerne mal. Dass wir das Ganze mal sehen, denn das hier ist wirklich ein tolles Haus. Das ist das mobile Chalet Belgien. Und ich zeige mal gerade, wir haben eine Länge von knapp 12 Meter, eine Breite von 4,66 Meter. Und ja, das Ganze Quadratmeter ungefähr, was denkst du, was haben wir hier? Also Wohnfläche so an die 40, bisschen drüber. An die 40 Quadratmeter. Heizung mit drin. Küche, guck mal, Jan, da hast du richtig viel Platz. Du kannst ganz normal kochen drin. Die Küche natürlich auch optimal an dem Standort hier mit dran, oder? Genau, ja. So, wir gucken mal gerade rein. Das kannst du mal sehen. Das Becken ist alles dabei, Jan. Ist ehrlich gesagt, also ich kann, das ist jetzt das erste Mal, dass ich in einem Tiny House drin bin und ich kann es ehrlich gesagt gar nicht glauben, dass man hier noch so einen großen Einzeiler reinbekommt, ohne dass man das Gefühl hat, dass viel Raum verloren geht. Das geht ja noch weiter, ja. Das geht ja nach hinten noch weiter. Abgesehen hat man ziemlich viel Staufläche in der Küche jetzt. Ja. Staufläche. Das ist natürlich optimal, wenn du jetzt irgendwas ergänzen möchtest. Dabei ist hier ein Backofen mit dabei, ein Induktionskochfeld mit dabei. Du hast eine richtige Spüle mit dabei. Das wird ja fest angeschlossen, so ein Haus, oder? Ja. Das heißt, es kommt fest an die Wasserleitung, an die Abwasserleitung. Das ist alles mit drin. Strom, wie geht der Stromeingang hier? Über Drehstrom, also praktisch Starkstrom? Genau. So, komm, wir zeigen mal gerade die Türhöhen, wenn du auch das mal gerade mal zeigst. Die hoch. Ist hoch, ja. Das heißt, es wirkt nicht so erdrückend und hat wirklich eine große Höhe. Bitte mal und öffnen. Vor allem auch eine normale Breite. Ja, normale Breite. Und hier, guck mal. Mach mal das Licht an, bitte, Jan. Ah, ist keine Lampe verbaut. Ist keine Lampe verbaut. Ist nicht so schlimm. Ich mache mal ein bisschen heller. Aber hier kann man sich ja schon vorstellen, da können noch mal zwei Personen schlafen oder es könnte auch ein kleiner Arbeitsraum sein. Ne? Richtig, genau.
So, gerade beim Schlafen, da ist es ja so, sollte man sich ja auch aufs Schlafen reduzieren und nicht 10.000 Sachen reinstellen. Du lebst wahrscheinlich auf 400 Quadratmetern, oder? Ganz, wenn man hier arbeitet, oder? Nein, das stimmt nicht. Ich würde gerne in so einem Haus leben, aber mit Kinderwunsch, finde ich, ist es ein bisschen schwierig zu realisieren. Sehr schön. Guck mal, Schrank hier. Auch der, an beiden Seiten hast du zwei Schränke mit drin. Denn Kleiderschränke dürfen ja gar nicht fehlen. Wir haben übrigens für viele Leute, die geschrieben haben, naja, wo soll ich denn mit meinem ganzen Zeug hin? A, würde man sich da ein bisschen reduzieren, das heißt weniger anschaffen. Wenn man weniger unterbringen kann, dann hat man auch weniger... Es ist aber doch auch so, dass ich glaube 80% der Sachen, die wir zu Hause haben, nicht wirklich benutzt werden. Und was haben wir gemacht vor 2 Wochen? Ja, wir haben den ganzen Keller entrümpelt und da findet man Sachen, die dann schon, ich glaube, mindestens 10 Jahre alt waren. Das brauche ich noch, von denen man gar nicht mehr wusste, dass man sie hatte. Was krass ist, ja. Kunststoffe, die dampfen aus, die ganzen Kabel waren nicht mehr zu verwenden. Ja. Also alles ist irgendwie dann, und man sollte es vielleicht direkt wegschmeißen. Lampen, von denen du mich dann gefragt hast, wo die überhaupt herkommen, ob das meine seien. Krass, also man schmeißt auch viel weg. Dann hier, ich sag mal, Deko ist mit drin, Miri, eigentlich hier zum Beispiel die Vorhänge? Nee, also die Vorhänge sind überall mit drin, aber jetzt so die Deko, die Bilder und das Bettwäsche und so, das haben wir jetzt. So. Zu Deko 2. Ihr habt aber Hinweise, wo man was aufhängen darf und wo man nicht reinbohren darf, oder? Das heißt also, wo Leitungen laufen, sollte ich ja nicht reinbohren oder irgendwas machen. Habt ihr die Bilder wahrscheinlich geklebt hier an der Seite, oder? Nee, die haben wir tatsächlich mit Nägelchen reingeschlagen. Also das geht. Genau, wenn es nicht schwer ist, dann kann man das auch in die Dämmwolle packen. Dann reicht das, dass das die USB-Platte auch hält. Wichtig ist, ihr habt einen Stahlunterbau. Also ihr habt eine richtige Stahlkonstruktion hier drunter. Deswegen wippt auch hier nichts nach. Ich war in Tiny-Häusern drin. Die wippen. Das ist so. Dann bewegst du dich vorne, da bewegt sich hinten was, hier bewegt sich gar nichts, oder? Richtig, ja. Hier ist wirklich alles fest. Wipp mal bitte, Jan. Ja, das ist nämlich, die Jan wiegt leider nur um die 70 Kilo, aber es ist wirklich, bewegt sich nichts, oder? Nein. Man hat das Gefühl, dass man in einem normalen Haus steht und nicht in einem tiny Mobile Home im Prinzip, ja. Ja, genau. Mikrohaus, Mobile Home, Chalet. Ja. Chalet, wie man es nennt, ja. Ja, wir nennen Chalet. Ich nenne es mal Tiny House, weil es ist ja, ich sag mal, das ist so der allgemein große Begriff. Das ist der populäre Begriff, wonach die Leute auch suchen. Ja. Das war nicht die ganze Zeit populär. Es gab einen riesen Boom jetzt und das haben auch wir natürlich erkannt. Und da muss man ein bisschen Service leisten, das Ganze mal filmen. Haben die Filme, die wir gezeigt haben, jetzt hattet ihr ja zwischendurch dann noch Ferien damit dabei, helfen die den Leuten, das Ganze mal ein bisschen zu erfassen? Ja, ich denke schon. Also es ist immer super, wenn jemand wirklich in echt da durchgeht und es denen zeigt und wirklich auch authentisch nahe bringt, und das ist eigentlich auch das, was uns ausmacht. Zanussi-Geräte aus Italien, die sind wirklich klasse. Und wenn Leute jetzt sagen, ach, Zanussi, die haben gar keine Ahnung, die sind wirklich tolle Einbaugeräte. Aber auch da, ich sag mal, kann sich der Kunde natürlich auch das einbauen, was er schon hat und so weiter, da vorher sagen. Aber das ist alles mit drin, Küche mit drin. Die Front in schwarz, kann ich die ändern? Die haben wir im neuen Serienmodell tatsächlich geändert. Also die ist jetzt nicht mehr schwarz, sondern so schön Magnolia-Farben. Okay. Ach, das sieht auch sehr schön aus. Sieht schön aus. Ja, so. Nicht das hat Geschmackssache, ja. Genau. Okay, ja. Bitte mal öffnen. Hier großer Haushaltsschrank, ja. Da ist der Boiler mit drin. Kann man aber im Prinzip dann noch den Staubsauger unterbringen. Das habe ich bei mir zu Hause auch gemacht. Die Waschmaschine hier geht? Ist tatsächlich ein Anschluss im kleinen Zimmer. Im kleinen Zimmer ist ein Anschluss drin. Also den könnte ich dann zum Hauswirtschaftsraum machen. Entweder quasi. So, oder man stellt die Waschmaschine und verkleidet das schön, dann kann man trotzdem noch eine Schlafcouch oder so dahinstellen. Okay, so ist es. Hier, was hier? Das Bad? Wann gucken? Wow, guck mal. Betonoptik, John. Hello Home. Ich glaube, das ist wichtig, dass ihr das Design darf jetzt nicht zu Hause in irgendwas nachstehen, oder? Ja, richtig, ja. So, bitte mal setzen. Setz dich ruhig mal aufs Klo drauf, dann bist du aus dem Weg. Dass man mal sieht, die ganze Höhe, die lichte Höhe von dem Haus, du kriegst keine Platzangst. Das gefällt mir schon mal gut. Der Heizkörper ist mit dabei. Und ein kleines Waschbecken mit drin. Ja, wir haben ja im Moment bei uns im Camper auch ein kleines Waschbecken mit drin. Und ja, das Ganze langt eigentlich, wenn man sich ein bisschen einschränkt. Du schläfst da hinten, ich schlaf vorne. Wenn das die Sophie sehen könnte, dass wir Camping unterwegs sind, ja, Vater und Tochter. Aber ich denke mir, wenn jemand mal auch mal Besuch hat und so weiter, der geht hier rein, geht in so ein Bad rein und sieht auf einmal die schöne Dusche mit Echtglas, guck mal. Ich muss dazu sagen, im Camper, den wir jetzt dabei haben, haben wir schon sehr viel Komfort. Ganz am Anfang habe ich mich gefragt, wie wir das schaffen sollen, weil man hat hier relativ wenig Privatsphäre. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht, im Prinzip stehe ich jetzt in einem riesigen Bad. Also ich bin ja jetzt gerade gewohnt, dass ich in einem ganz kleinen Bad stehe, und das hier ist wie ein ganz normales Bad in einem ganz normalen Haus. Es hat eine Hängetoilette, es hat die wunderschönen großen
Glastüren und die Dusche hat ziemlich viel Platz. Das Bad ist ziemlich genau so groß wie das Bad, was wir haben, das Gästebad, was wir eingerichtet haben mit der neuen Dusche. Ja. Und das ist vollwertig. Ja, genau. Zu Hause. Ja. Und das ist hier genauso. Du kannst also rein, der Lüfter ist mit drin. Das hier ist nochmal diese Zwangsentlüftung, über die wir gesprochen haben, die man auch schließen kann. Fenster natürlich hier matt gehalten. Eine ganz normale Vorhängetoilette. Das ist auch Haushaltsqualität. Das Ganze soll ja auch lange halten. Und man kann es austauschen. Alles ist genormt. Das heißt, das ist ein Standardklo. Wenn das mal kaputt gehen sollte, mein Gott, mach mal halt ein anderes rein, oder? Genau, da braucht man sich keine Sorgen machen. Also auch die Fronten und so, also von den Nobilia-Küchen, da kriegt man immer Ersatz. Garantie, der Kunde kriegt das Haus übergeben. Das war's, oder? Ja, also nicht ganz. Die Küchengeräte haben ganz normal Herstellergarantie. Die sind ja neu, wenn sie verbaut werden. Ja, ne? Und das Haus selber? Das Haus selber hat 2 Jahre auf Dichtigkeit und Statik. Dichtigkeit und Statik. Genau. Okay, super. Mach mal auf. Bitte. Dicht, Thema Dichtigkeit. Wir haben jetzt hier ein Satteldach mit drauf. Per se, ich sag mal, ist das dicht, wenn es kommt? Ihr prüft das ja mit allen drum und dran. Fliegt es weg beim Sturm? Habt ihr jemals ein weggeflogenes Haus gehabt? Ja. Nein, also die wiegen locker 10 Tonnen, unsere Häuser, wenn nicht sogar mehr mit dem Massivholz drin. Also da braucht man sich keine Sorgen machen. Und wenn man sich doch Sorgen macht, dann kann man das immer noch mit den Fundamenten verschrauben. Ne, das Stahlchassis. Da ist man dann wirklich auf der sicheren Seite. Ja, das Stahl ist ja auch unten. Das heißt, das meiste Gewicht drückt ja nach unten hier. Das Dach ist, wird dann oben leichter. Ich habe es genau umgekehrt gemacht. Und hier siehst du, Jan, das ist jetzt mal ein richtiges Schlafzimmer. Du hast viel mehr Platz als in dem anderen Haus. Oder? Das ist kein Schlafzimmer. Das ist ja schon ein Palast. Ja, das ist riesengroß. Man hat ziemlich viel Platz. Jan, geh mal bitte in die Ecke rein, dass wir das mal zeigen, wie groß das Ganze ist und wie viel Platz man hat. Da ist ein ganz großes Bett drin, davon mal abgesehen. Krass. Das ist so ein richtiges großes Bett, 2x2 fast, oder? 1,80 Meter müsste das sein. Also jeder Matratze hat 90 cm. Es passt auf jeden Fall ein 2-Meter-Bett rein, wenn man das möchte. So, ich gehe mal kurz auf die andere Seite. Großer Schrank, John, mach mal bitte auf. Der ist mit dabei? Der ist mit dabei, ja. So, das Bett ist auch dabei? Das Bett ist auch dabei, aber die Bettwäsche nicht. So, die Matratzen sind aber dabei. Das ist jetzt mein Kleiderschrank zu Hause. Nur so nebenbei. Schrank ist größer als der Kleiderschrank zu Hause. Die Matratzen sind dabei, mein Bett? Ja. Sind dabei. So, wenn also jemand noch Topper haben möchte, das ist übrigens die Hauselektrik, die mit dabei ist. Ihr helft den Leuten bei der Baugenehmigung, das ist ein ganz wichtiges Thema, denn so ein Haus hier, wenn man so ganz alleine ist, hat sowas noch nie gemacht. Wie geht ihr da vor? Wenn der Kunde schon ein Grundstück hatte, schon ganz gut, oder? Das ist die erste Voraussetzung, genau, dann wird der Bauungsplan überprüft, also in der Regel von unseren Bauingenieuren, genau, und dann kann das alles losgehen, wenn das soweit im Rahmen passt. So, wir haben eine gute Nachricht, wir haben ein Baugrundstück. Das ist schön. Mitten in der Innenstadt von Saarbrücken, Wohnbebauung einstöckig genehmigt. Ja? Ja, ist so. Und da werden wir mal zusammen mit der Valeria mal ein Projekt angehen, dass wir das Ganze vielleicht mal dahinstellen. Ja, du hast gesagt, naja, da fühle ich mich ja so ein bisschen wie... In dem Film Up. Ja. In Hochhäuser Film. Rund um dich herum. Kennst du das? Und eher mit dem mini kleinen Haus. Ja. Das wird ein Haus mitten in Saarbrücken. Irgendwann mache ich mir Luftballons ans Haus und dann geht's auf den Berg. Auf den Berg. Ah, das wird ja sensationell. Überleg mal, wir kriegen das durch mit der Baugenehmigung. Da stellen wir da ein Tiny House hin und machen noch ein schickes Teil hin, weil da könnte man nämlich die Firma reinmachen. Komplett mit den Mitarbeitern, allen drum und dran. Und das wäre jetzt einfach mal ein Gag. Aber hier, guck mal, 2 Fenster, auch die gehen bis unten hin. Ja. Das heißt, du hast richtig viel Platz. Man hat ein richtig schönes Raumgefühl hier. Idee ist hier keine Rollläden zu haben, sondern die Vorhänge, oder? Genau, also das kann sich der Kunde im Endeffekt aussuchen, was ihm lieber ist. Manche kaufen sich auch im Nachhinein Plissés. Na, also da kann man ganz flexibel wählen. So, wenn du dich mal kurz leicht aufs Bett setzt, dann bist du ein bisschen aus dem Bild. Ich schieße mal gerade aus der Ecke raus. Das ist das Schlafzimmer. Linker Seite von mir, wo die Bilder sind, da ist das Haus zu Ende. Da ist Feierabend, fast 12 Meter Länge, aber die sind toll genutzt, muss ich sagen. Die Breite macht es natürlich hier. Beim Wohnwagen, du hast heute Morgen hast du gesagt, ja, bei uns im Wohnmobil, es ist so schmal. Ja, das ist halt das, was ich wirklich vermisse. Also ich habe mir selbst schon überlegt, ich könnte mit dem Mobile Home schon unterwegs sein, auch wenn es ziemlich klein ist. Das heißt, ich hätte jetzt keine Probleme, mich zu reduzieren, aber man hat halt nicht das Gefühl, dass man zu Hause ist. Ja. Und wenn man in diese Häuser reinkommt, hat man halt gleich so dieses Gefühl, wow. Hier könnte ich einziehen. Vor allem, ich meine, ihr habt einen ziemlich guten Geschmack, aber das Gute ist, dass man sich das ja komplett selbst einrichten kann. Draußen geht ziemlich stark der Wind. Hier drin, also ist keine Heizung an, merkst du nichts. Das Haus ist nicht am Wackeln. Das wackelt nicht. Genau. Das ist wichtig. Ja.
So, oben die Flächenheizung, viel Platz. Also ihr habt zwei verschiedene Typen aus Holz, muss man sagen. Die sind deutlich schwerer, oder? Ja, deutlich schwerer. Deutlich genau. Schwerer. Und das hier ist Sandwich-Bauweise. Und das Thema Wärmedämmung, wenn ihr unter 50 Quadratmeter bleibt, gelten noch andere Normen. Das gilt auch 2023 noch? Das gilt noch 2023. Wir können aber allerdings auch Niedrigenergiehäuser bauen nach KfW 40+. Das kriegen wir auch hin. Nur das sind nicht diese Modelle, die hier jetzt stehen, sondern das ist das Chalet Kopenhagen. Das ist aber auch auf unserer Website. Okay, was da ist. Also auch 23, weil da habe ich verschiedene Aussagen gehört, sollte sich das Ganze verschärfen. Das gilt aber für unter 50 Quadratmeter noch nicht, oder? Noch nicht. Also der KfW-Standard wurde noch mal verschärft. Also da gab es einige Änderungen. Das weiß ich, aber zum Glück sind wir noch unter diesen 50 Quadratmetern safe. Gut, ansonsten wäre es ja auch kein Tiny House mehr. Gibt es Leute, die sich zwei nebeneinander stellen? Gibt es auch. Also wir haben eine Familie, die ist mit ihrer Tochter, hat der Tochter nochmal ein Häuschen gekauft. Und dann leben die Eltern eben in dem Belgien jetzt zum Beispiel hier und die Tochter in einem kleinen Schweiz. So, einmal Belgien, einmal Schweiz, aber ganz nah nebeneinander. Hier ist es, das Chalet Belgien, wie es hier steht. Steht kein Preis dran, ist umsonst? Ist nicht umsonst. Gerne immer auf die Seite schauen. Aktuell für 98.450 Euro. Und ist alles dabei, bis auf die Deko. Komm, wir gehen nochmal kurz raus. Da ist natürlich hier ein richtiger Profilzylinder drauf, dass ich es auch abschließen kann. Alarmanlage auf Wunsch. Autarkie auf Wunsch, da seid ihr gerade dran. Ich glaube, ihr habt ein Haus autark gemacht hier. Kann das sein? Ja, das steht noch nicht hier. Das ist das Tirol. Das kommt noch hier hin. Genau. Kommt noch hier hin. Das werden wir dann sehen. Und bleibt mal ruhig hier stehen. Dann zeige ich euch nochmal komplett heute am 9. Januar 2023. Zum Glück ist es nicht so kalt, aber dieses Haus hier wirklich tolles Haus. Und wir sind bei der Vital Camp GmbH und der Ortsteil hier, weil es gibt die gleiche Straße nochmal in einem anderen Ortsteil, oder? Genau, also Zierenberg-Ölshausen sind wir hier, genau. Zierenberg. Also Zierenberg-Ölshausen. Genau. So, danke. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.